Da würde ich sagen, next. Im Okay. Im Okay, die ganzen Gebiete und alles drum und dran. Ist mir lieber. Ist mir lieber. Mach ja alles fertig. Weil so viele Gebiete sind das jetzt. Obwohl, ja, sind da doch ein paar mehr Gebiete. Habe ich dann die 10 vielleicht ein bisschen unterschätzt. Vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen. Aber ist eh gut, ist eh gut. Ist eh lang. Wenn ich das quasi, das ganze gibt. Okay. Haben wir's? Chefe, sicher? Bist du wirklich sicher? Passt. Wenn wir das wirklich dann alles mal fertig haben, die ganzen Gebiete und alles drum und dran, dann könnten wir vielleicht auch ungefähr abschätzen, ob es dann vielleicht noch ein Gebiet geben könnte oder nicht. Weil trophäentechnisch, weißt? Das ist es. Da kann man ungefähr dann abschätzen, okay, passt, ich habe jetzt alle Flüchtlinge besiegt zum Beispiel. Dann heißt es plötzlich, aha, letztes Gebiet zum Beispiel. Oder alle Katzen gesammelt, letztes Gebiet. Da ist es dann schon ein Hit. Aber ich glaube, es kommt noch ein drittes Gebiet. Ich würde fast behaupten, dass noch ein drittes Gebiet kommt. Meiner Meinung nach. Ich glaube, da kommt noch was. So, erstmal ein Foto. Auf ganz, ganz schön. Der. Was wüsste ich jetzt schon wieder? So, what? Oh, das ist aber schön. Das ist aber echt schön. Das gefällt mir. Das ist echt ein liebes Foto. Das ist lieb. Passt, weil dann tue ich den Banner da auch hier aktivieren. Das ist auch super. Wenn er aufkommt. Ich habe ja gesagt gehabt, super, super Klettersystem. Oh, ich hab's aber gesagt gehabt, von Anfang an, Digga. Von Anfang an, super Klettersystem. Richtig geil. So, gibt's irgendwas Neues? Achso, das ist wieder das Banner da drüben. Es ist jetzt aber nicht so tragisch. Passt. Aber dennoch, sicher, sicher. Wenn ich schon was gefunden habe, dann wird es natürlich gleich mal ausgenutzt. Oh, das ist aber schön. Von dem willst du wieder kein Foto machen? Also manchmal verstehe ich wirklich diese Fotosessions überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da hast du manchmal so wirklich so, so dermaßen schöne Bereiche. Nee, Foto nicht. Nein, danke. No, no, no. Nix Foto. Nix Foto. Schlimm, oder? Schlimm. Aber ich bin gespannt, ob jetzt einmal dann langsam der Fokus zur Schwester ein bisschen näher rückt. Das wäre interessant, das wäre geil. Wenn man wenigstens jetzt ein bisschen mehr die Schwester sehen würde. Weil den blauen Typen, den haben wir eigentlich besiegt? Also der stünde uns jetzt eigentlich theoretisch gesehen nicht mehr im Weg, wenn es dann um die Schwester gehen würde. Meiner Meinung nach. Und da bin ich dann definitiv gespannt. Oh. Der Brüder, schau dir den Großen an. Ist doch wahnsinnig. Warte mal, warte mal, warte mal. Den habe ich schon mal gesehen. Ja, zeig her. Schäler. Ich hoffe, das hat jetzt keiner mitgekriegt, aber passt schon. Boah, so ein kleiner 101-Fight, das passt schon. Oder während der Soft. Ich wollte gerade sagen, so während der Soft. Das wird, glaube ich, nichts. Ja, da tue ich lieber die Haltung wechseln. Spiel dir mal, Havara, spiel dir mal. Ich würde gerne wissen, wie der so drauf ist. Ja, den will ich aber nicht wissen, wie der so drauf ist. Es war eh, dass der schneller ist. Oh, oh, hohoho. Ja. Mal abwarten, mal abwarten, Haberer. Das war ja noch gar nichts. So, den Schule. Stepper, ich weiß nicht, was der als Kind gefressen hat, aber ich glaube, der hat Steine und Menschen gefressen, fix. Der hat fix Steine gefressen, 100% der Bub. Stepper. Schau den großen Alter mit der Maske. Wieso liegt hier Stroh? Keine Ahnung. Vielleicht kann ich jetzt besser mit ihm mithalten. Hört sich zwar jetzt deppert an. Oh, Alter! Oh, Alter!
wie er auf ihn raufgehüpft ist und einfach noch so diese Kicks auch noch gibt. Das war ja richtig sexy. Das war ja richtig geil. Wie ihn einfach noch in der Luft diese Kicks gegeben hat. Das, Alter, verliebt. Das habe ich mir jetzt aber erwartet, dass es hier mehr Fotos gibt. Das habe ich mir jetzt aber echt erwartet. Und auch ein bisschen gehofft. Attributemäßig. Oh, endlich wieder Stärke. Wichtig und richtig. Ich muss sowieso alles. Ja, ich brauche sowieso alles. Weil ich muss mindestens bei einem Talentbaum alle Sachen erreicht haben. Also dementsprechend. Ja. Ja. Sehr gut. Sehr definitiv gut. Einfach nur damit die Markierung weg ist, gell? Ja, passt. Aber doch, glaub, da ist noch was extra. Na dann, schauen wir gleich wieder beim Ansa wieder vorbei. Na sicher, Alter. Gleich Fotosession. Einmal bitte lächeln, Leute. Einmal bitte lächeln. Ganz, ganz wichtig. Wer ist denn jetzt eigentlich noch alle da, Leute? Damit ich nur so ungefähr Bescheid weiß. Vielleicht können wir wieder so ein lustiges Thema wieder bereden, wie Tiefkühlpizza. Nein, ist nicht lustig. Das sind wichtige Themen. Ganz, ganz wichtige Themen, Leute, sind das. Ah, sehr schön. Der Eldrang, der ist ein Wahnsinn. Immer da in letzter Zeit. Immer da. Wieder Rio. Der tut zwar nur hakeln den ganzen Tag, aber der ist trotzdem immer wieder da. Der Vendo, ein Wahnsinn. Der ist gleich wieder weg. Genauso wie am Spritzen. Der kommt und geht wieder. Und ist schon wieder fertig, der Hapschi, aber sonst. Er ist und bleibt trotzdem irgendwie da. Ah, wieder Welle 10. Man muss abwarten, Leute, sobald dann mal die Schießerer kommen. Pff, da wird's schlimm. Aber mit was für ein Charakter spielst du denn eigentlich? Mit was für ein Charakter spielst du denn eigentlich? Vielleicht kann ich dir irgendwie einen empfehlen, dass du Gefahrenstufe 4 erreichen kannst und bewältigen kannst. Also Gefahrenstufe 5 erreichen kannst in der Hinsicht. Aber auch wieder schöne Gegend. Oh, ja, das erwarte ich mir, dass da ein Foto kommt. Aber wie? Mit dem Farmer. Oh, okay. Und wieso genau mit dem Farmer? Hat das jetzt irgendwelche gewissen Gründe? Oder einfach nur, weil du eine bestimmte Trophäe noch zusätzlich erreichen möchtest oder irgendwas in der Richtung? Ich frage jetzt nur mal sicher zu. Ich glaube, da werden wir wahrscheinlich ohne Pferd reinkommen. Oh, können wir ja mit dem Pferd. What the fuck? Hätte mir ja gedacht gehabt, dass wir gerade an so einen Ort vielleicht nicht mit dem Pferd reinkommen sollten. Oh, in Gold. Oh, weil die Level 28 sind. Das ist scheiße. Ah, einfach so. Okay. Brauchst du einen Tipp oder willst du es einfach selbst bewältigen? Ich frage nur für einen Freund. Das war echt schön. Bisteppert. Das Gebiet, das zweite Gebiet finde ich sogar fast irgendwie geiler als wie das erste Gebiet. Einfach nur vom Aussehen her, was du so alles entdecken kannst und von Sehenswürdigkeiten her und alles drum und dran, taugt mir das Gebiet irgendwie ein bisschen mehr. Finde ich richtig geil. Oh, es raucht schon wieder. Das ist wieder so eine Basis, die muss ich wieder einnehmen, 100%. 100% wieder so eine Einnehmerbasis. Ja, das habe ich mir erwartet. Versuch's einmal mit den Fernspezialisten, also Fernkampf. Der was quasi auf alles, was mit Fern zu tun hat, so eine Art Modifikation hat. Der hilft mir sehr enorm und versucht, dir die Schleuder zu gönnen. Glaub mir, die Schleuder ist der King. Die wird dir so dermaßen weiterhelfen. Und du hast dann später auch gegen die Schießer auch weniger Probleme. Oh, okay. Aber hast du schon mit der Schleuder mal probiert gehabt? Schleuder ist richtig gut. Schleuder ist wirklich, wirklich gut.
deppert. Was schnell der Haverer. Gern am Schießen, aber ist das dezente Gefühl. Sind echt gern am Schießen, aber ist das dezente Gefühl. Komm her da. Oh. Oh. Ja, versuch's einmal. Wenn's geht, hol dir die Schleuder. Wenn's geht. Wenn's geht, hol dir die Schleuder. Dies Kind, die ist gut, die ist wirklich gut. Entschuldige die Umstände. Wie viele Haver haben wir schon? 4 von 11? Passt. Ein halbstarken haben wir auch schon mal gemacht. Das gefällt mir. Das ist gut. Ja, den hole ich mir gleich als nächstes. Schön abgestochen. Die Wützer. Ein Kinderspiel. Markierungen setzen. Oh, aber vom Wort mit Deutsch wieder einer gesehen. Nein, er kann die, nur wenn du quasi die Schleude nicht am Anfang hast, hat er trotzdem die Fähigkeiten. Keine Angst, außer steht halt dabei, dass er halt die Fähigkeit nicht nutzen kann, wie zum Beispiel Nahkampf oder irgendwas. Da oben ist der Schießerer, denk mal schon, da war was, ich denk mal schon, da war was die ganze Zeit. Wo? Ah, da bist du, Schurle! Sag das doch gleich, Alter! Sag das doch gleich, dass du dort bist! Das ist ein Wahnsinn, Alter! Das sagt nix! Das ist ein Witz! Kann ich da so eine? Na, gell, bald wieder ein Schlüssel. Ja, sicher, bald wieder ein Schlüssel. 100%. X? Wollte gerade sagen, oder? Extra Scannerer, alles drum und dran. Mir wird nicht einmal ein Gegner anzeigt. Alles klar. Ah, der ist wenigstens klar. Stoch. Das ist gut. So, ich kann mir relativ gut vorstellen, dass da noch der ein oder andere Starke. Da ist der ein oder andere Starke. Safe. Zu nah da einig, gell? Aber schöne Ausdauer, interessant. Interessante Ausdauer. Der scheiß verfickten Flammen ist ein Wahnsinn. Oh, 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 oh. Gib ihm böse. Double Predation, richtig cool. Die war jetzt nicht uns wieder. Die war jetzt echt nicht uns wieder. Die Double Predation. What the fuck? Der hat nicht einmal was mitkriegt, der Fulltrottel, aber okay, passt. Aha. Na, warte mal. Ah, scheiß. Wand, Alter. Scheiß verfickte Wand. Digga, Alter. Der wäre instant hops gewesen. Der wäre gleich durchgenommen worden. Ha, ba, ra. Schlimm, Alter, bis zum Gehen immer. Ordnung hergestellt. Na warte, da muss ich aber trotzdem durchgehen jetzt. Das hab ich gekriegt. Na, bist du deppert. Und jetzt das, wenn ich das auch noch aufmache. Au. Da geht was weiter. Na, dann gönn dir mal. Ohohoho. Das ist aber auch wichtig. Es wird eh Zeit, dass wir was Besseres kriegen. Weil 28, die werden mich durchnehmen. Die werden mich definitiv noch durchnehmen. Das war sie jetzt schon. Aber das wird das Letzte sein. Ja, das wird das aber das allerletzte sein, was wir da machen. Die zwei Flüchtlinge. So, wie schauen wir aus? Irgendwas Besseres? Ja, viele Sachen gibt's. Speer des... Ja, wäre auch nicht schlecht. Ja, safe. Was hast du denn da schon wieder? 91 das. Einmal.
122. Ui. Ja, vielleicht, dass ich eher was Gemischtes hab. Ja, damit ich wenigstens ein bisschen durchgepischt hab. Dann ist besser. Keine Eile. Lass dir Zeit. Irgendwie habe ich ein bisschen gehofft, dass ich da jetzt ein bisschen was kriege. Weil ich war schon lange nicht mehr beim Händler. War schon lange nicht mehr beim Händler, aber wurscht. Darf geschissen. Ja, das schaut schon mal wieder interessant aus. Perfekt, Stepper, da werden wir wieder zerlegen können, wieder Länge mal breiter, oder Haverer, au. Da werden wir zerlegen, oder? Da werden wir zerlegen. Bist du deppert, das Spiel wieder Zerleger. Zerlegerspüle. Bist du deppert. Ui, 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 ui. Zerleger und verkaufen. Zerleger und verkaufen. Bist deppert. Attribute? Ah, schon scheiße aus. Für deinen Besuch. Na gut. Dann. Ja, entweder oder. Die Qual der Wahl. Wirklich so die Qual der Wahl. Hey, Pferderle, komm her. In Ruhe, von Ruhe, von Ruhe, von der Wühne, der Schule. Der Witz. Oh, das Gleitertraining, das wird mich wieder zerficken. Also das dezente Gefühl. Das wird wieder so ein bisschen was abverlangen. Bin ich gespannt. Bin ich extrem gespannt. Das hat mir schon damals schon relativ sehr, sehr gut gefallen. Reittraining war schon immer geil. Das hat was kennen. Das hat echt wirklich was kennen. So, die Kotze wird wahrscheinlich irgendwo oben sein. Ja, perfekt. Bleib nur ruhig, Haverer. Bleib nur ruhig. Sicher. Sicher, sicher. Mhm. Ja. Du scheiß Wappler, du. Du willst einfach nur nicht. Sag doch, der zweite Gebiet ist irgendwie Gugu Gaga. Ist irgendwie richtig much. Ich safe. Ich glaub daran, dass es ein drittes Gebiet gibt. Ich glaub richtig fest daran. Drittes Gebiet safe. Oh, wieder Wahrzeichen auch noch. Perfekt. Sehr, sehr schön. Ah, da hat er gleich wieder was zum Zeigen, der Hund. Da hat er gleich wieder was zum Zeigen. Stepper, die FPS-Drops sind aber schon ein bisschen sehr extrem hier. Und das ist noch im Performance-Modus. Kannst du das Gleiten üben? Möchtest du es mal versuchen? Na sicher. Na komm her da. Let's go. Gut. Ich bereite alles vor. Bin gespannt, weil die letzte Mission, die war schon geil. Die hat schon eine gewisse Herausforderung gehabt. Das hat mir schon gut gefallen. Das hat mir schon echt gut gefallen. Okay, auf den ersten Blick. Okay, Bonuspunkte. Wenn ich mich jetzt nicht allzu sehr täusche. Verziehen. Es beginnt nicht gut. Das beginnt nicht gut. Nein, wir bauen die Bonusziele. Fix. 100%. Wir bauen Safety-Bonusziele. Ohne Bonusziele werden wir es nicht hinkriegen. Ja, passt. Aber bleib eh oben. Bleib eh oben, weil sonst kriegen wir den letzten nicht. Sehr gut. Ja, wir dürfen noch ganz, ganz wenig runter. Noch ganz, ganz wenig, aber das passt eh. So, jetzt baue ich dann eh auch wieder ein bisschen Ausdauer auf wichtig und richtig. Boah, schaut schon wieder geil aus. Geile Aussicht, Leute. Wahnsinn, Alter, richtig gut. Ja, haben wir noch irgendwie gekriegt. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Haben wir noch irgendwie gekriegt gehabt. Sehr gut. Ja, sehr schön, sehr schön. Also mehr als wie den Meisterrang kann ich mir irgendwie jetzt nicht erwarten. Das war perfekt, das sicher oder was? Was glaubst du, wie ich das mache? Kann das noch perfekt sein? Auf komplett auf abgehoben, Digga. No, das war jetzt aber okay. Das fand ich jetzt aber echt nicht wirklich schwer oder sonst was. Muss ich schon noch dazu sagen. Also das war jetzt nichts. Das war wirklich eher fast sogar easy ein bisschen. Okay, Katze kann ich auch am Schluss anvisieren, würde ich jetzt mal sagen. Ja, schauen wir Inventar, weil Inventar sollte ein bisschen was sein.
Geschicklichkeit. Oh, auch gut. Passt. Wie schauen wir aus? Fertigkeitsstufen. Ja, da werden wir dann ein bisschen wieder in die Richtung investieren müssen. Luftangriff. Alter, Geschicklichkeitspunkte 6 und kann einem mal was ausgeben. Geil. Echt, echt geil. Aber ich will trotzdem, wenn es geht, alles nur noch in Stärke investieren. Ich will wenigstens eins einmal fertig kriegen. Bei Stärke fehlt mir noch so einiges. Gibt es da wieder so einen Haverer zum Abmurksen oder ich frage noch für einen Freund? Man kann ja wieder nicht wissen. Der liegt das oft geschmeidig. Da gönne ich mir halt mal. Und hat sogar was relativ Gutes am Start gehabt. Bist du deppert, Alter? Nicht schlecht. Fertigkeitspunkt mal wieder wichtig und richtig angelehnt. Ja, ich bin gespannt. Wegen die Flüchtigen. Entweder bin ich so richtig fett am Arsch oder ich bin so richtig fett am Arsch. Entweder oder, Alter. Entweder oder. Oh. Geil. Geil. Shit. Shit. Was ist das nochmal? Achso, eh noch die Schatztruhe. Passt. Das kann ich schon wegmachen. Die habe ich eh schon im Visier. Passt. Dann, ja, dann ab zum Dreier, hätte ich gesagt. Aber ab zum Dreier. Ich bin nur gespannt wegen den Flüchtigen. Da habe ich so ein schlechtes Gefühl, weil wir sind gerade mal 25 und unsere Sachen sind jetzt auch nicht wirklich so, Bombe. Muss ich sagen. Ja, vielleicht kann ich noch irgendwas aufwerten. Das wäre super. Das wäre halt nur in. Achso, das ist wieder da drin. Und der Händler kann mir wieder nichts geben, der kann nur verkaufen. Das ist auch wieder Arsch. Oh, des roten Dämons. Jetzt musst du aber zeigen, Haverer. Allgegenwärtiger Ninja, Karma-Gewinn, Münzgewinn. Da habe ich mir mehr erwartet. Da habe ich mir definitiv mehr erwartet. Schade. Oh, da werden wir wieder durch die Gegend fliegen. wieder ausnutzen, wieder durch die Gegend fliegen. Wenn wir es kennen, dann kennen wir es. Muss halt auch ausgenutzt werden. Oh, ich liebe es. Gleich umswitchen von Pferd zum Gleiten wäre halt natürlich auch noch richtig, richtig geil, aber ja, was ist. Boah, die Flüchtigen können jetzt hart werden. Also wenn ich die jetzt nicht perfekt abwehre und alles drum und dran, bin ich nur erstarm. Bin ich so richtig fett im Arsch. Am besten wäre es, wenn ich vielleicht sogar noch irgendwie attentatsmäßig irgendwas machen kann. Jesus. Ja. Schon Jesus. Okay. Ich glaube, wenn ich mich sowieso ein bisschen konzentriere und das Ganze, dann geht's eh vielleicht. Außer wenn sie mit einem starken Angriff kommen, weil dann bin ich vielleicht in Arsch daheim. Geht. Hätte ich mir jetzt irgendwie schlimmer vorgestellt. Ja, geht eigentlich. Muss mich nur ein bisschen mehr reinhängen. Oder ich sollte mich ein bisschen mehr reinhängen. Und den ein oder anderen Kampf hier ernst nehmen. Ja. Ja, schau. Schaut ja ganz, ganz anders aus. Wie die eine Frau Angst hat daneben. Allein hat. Perfekt abgewehrt. Bist du deppert. Ja. Alter, von was habe ich Angst gehabt, Alter? Hab der locker Meier gemacht. Geh bitte, Alter. Für den Arsch. Für den Arsch, Digi, für den Arsch. Fick, Alter, bist du gerne mal da. Komm her, Bulle.
Au, wieder so richtig schön hops genommen. Sicher, dass da jetzt nichts ist. Ah, Welle 11 tot. Oh, es tut mir so leid, Digi. Oh, es tut weh. Das tut wieder weh, oder? Genau, Welle 11, Digga. Ja, 9, 11 ist bei dir Endgegner. Das ist ein Wahnsinn. Aber wie, was hast du denn genommen alles? Was hast du denn eigentlich alles genommen? Vielleicht, weil du auch nicht in Lebensregeneration vielleicht auch gehst. Nimmst du eh auch sowas wie Leben, Lebensregeneration. Und wenn du sowas wie Schleuder nimmst oder so, nicht in Nahkampf investieren. Gar nichts, nur in Fern. Nicht in Schaden investieren, nicht in Nahkampf investieren. Alles nur in Fernkampf investieren, wenn es geht. Und vielleicht sogar ab und zu ein bisschen auf Rüstung. Weil dann tust du definitiv um einiges einfacher. Dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Weiß ich nicht, was ich dann... Puh. Jetzt haben wir ihn verdruckt. Also ich weiß es nicht, aber die Kotz, glaube ich, kommt jetzt so stark wie nicht mehr. Das kann sein, ja. Das kann auch sein, ja. Moveset. Ich bin eine Stunde, glaube ich, noch online. Ja, ungefähr so da mal Pi. Solange es mir noch gefreut, beziehungsweise ungefähr eine Stunde versuche ich noch. Oh. Au, 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 au. Ja, einkaufen. Wahnsinn. Ja, Digi, ich wünsche dir dann auch noch einen schönen Tag, gell? Ja, Wahnsinn. Er holt sowieso ein bisschen Sachi, ein bisschen schmieren. Heute ein bisschen mal wieder den Motor schmieren, Digga. Bei mir muss man wieder ein bisschen AÖ wechseln.